Guten Morgen, herzlich willkommen zu unserer schon letzten Live-Session im ersten Modul des WMOOCs. Wir bleiben mit der Annika heute noch ein bisschen in der Theorie, ganz passend, weil es geht um Wissensmanagement-Modelle und die waren ja auch, sage ich mal, Bestandteil jetzt dieses Moduls. Wir schnuppern aber auch schon ein bisschen in die Praxis, weil Annika wird erzählen über ihre Masterarbeit, die sie geschrieben hat, durchaus für ein praxisrelevantes Thema natürlich in ihrem Unternehmen. Und im Rahmen dieser Masterarbeit war sie offensichtlich nicht so zufrieden mit den Modellen, die es schon gibt und hat deshalb ein eigenes entwickelt, was sie uns vorstellt. Aber natürlich auch ein bisschen zum Hintergrund, warum sie auf die Idee gekommen ist, hier ein eigenes Modell zu entwickeln. Ich habe Annika kennengelernt an der Universität Duisburg-Essen. Da hat sie bei mir das Modul Wissensmanagement gemacht im Masterstudiengang Educational Leadership. Und ich durfte dann auch ihre wirklich exzellente Masterarbeit betreuen. Von daher, ich kenne das Modell schon. Ja, was du sonst, das sage ich mal, zu deinem beruflichen Hintergrund und so, Annika, das erzählst du wahrscheinlich am besten selbst, weil das hängt ja auch mit dem Thema deiner Masterarbeit und diesen ganzen Gedankengängen zusammen, die dann letztendlich auch zu diesem neuen Modell geführt haben. Vielen Dank für die schöne, gute Einleitung. Genau, mein Name ist Annika Lorenz. Ich habe an der Uni Duisburg-Essen den Master Educational Leadership, Bildungsmanagement und Innovation abgeschlossen dieses Jahr. Genau, und ich werde ein bisschen eingehen auf das Thema meiner Masterarbeit und wie ich dann dazu gekommen bin, das SECI-Modell und das Münchner Wissensmanagement-Modell kombiniert habe in das Pyramidenmodell, wie dann nach der Datenauswertung ich das nochmal angepasst habe. Und genau, am Ende gehen wir über zu einer kleinen Diskussion mit erstmal einer Umfrage in Mentimeter. Hilft dann Gabriele mit den Fragen da darzustellen gleich. Ich habe die Masterarbeit auf Englisch geschrieben, deswegen hatte ich jetzt auch die Folien weiterhin zum größten Teil auf Englisch belassen oder erstellt. Das Thema meiner Masterarbeit ist Kundenwissensmanagement an der Schnittstelle eines Softwareunternehmens und dessen Nutzer. Das ist dann auch eine Fallstudie gewesen an dem Unternehmen, an dem ich bisher tätig gewesen bin. Genau, und es geht hier also um Wissensmanagement, aber genau gezielt um Kundenwissensmanagement, was integriert ist mit CRM-Prozessen. CRM-Prozesse können viele verschiedene und komplexe Prozesse sein, aber hauptsächlich in dem Bereich des Vertriebes, der Kundenbetreuung, im Marketing und im Zuge dessen auch deren Einfluss auf die Produktentwicklung im Unternehmen. Ich möchte kurz dann noch die Wichtigkeit des Kundenwissensmanagements erläutern an der Tabelle, die von Gibbert erstellt wurde. Was ich zeigen wollte, ist, dass im Wissensmanagement geht es um das Wissen von den Mitarbeitern über die Kunden, über die Prozesse im Vertrieb und in der Entwicklung. In dem CRM geht es hauptsächlich über Wissen über den Kunden, was auch in Datenbanken abgespeichert ist, abgelegt ist. Wobei in dem Kundenwissensmanagement es mehr noch geht über das Wissen, was direkt von dem Kunden kommt, was dann auch geteilt wird und weiter vertieft wird. Das heißt also über die Kollaboration direkt mit dem Kunden um Wertschöpfung in diesem Wertschöpfungsprozess und wie der Kunde dann auch aktiver Partner ist und dadurch auch Innovation entsteht und organisationales Lernen. Das ist also ein wichtiger Teil davon und wie dadurch auch das Unternehmen konkurrenzfähiger ist und Innovation und Wachstum auch in dem Bereich auch dann erleben und mitwirken kann. Und dann genau zu den Forschungsthemen oder zu den Forschungszielen und Fragen habe ich mich darauf bezogen, auf welche Schnittstellen, an welchen Schnittstellen entsteht Wissen, Wissensgenerierung, Wissenskommunikation, in der direkten Interaktion mit den Kunden oder auch unter den Kunden, untereinander, zwischen den Kunden in einer User-Community, in einer Wissensgemeinschaft der Nutzer in meiner Fallstudie.
Und als zweiten Teil, wird denn dieses gewonnene Wissen, wird das wieder genutzt für Produktentwicklung, für die Unternehmensentwicklung und für bessere Produkte und Innovationen? Genau, und dann zum SECI-Modell. Das SECI-Modell hat den Fokus, wie neues Wissen in der Organisation entsteht. Das ist eines der weit verbreitetsten Modelle in Wissensmanagement. Es bezieht sich hauptsächlich auch auf die zwei Unterschiede vom impliziten Wissen zu explizitem Wissen. Es erläutert diesen Transformationsprozess von dem impliziten Wissen zum expliziten Wissen. Implizites Wissen ist das Personengebundene, das, was schwer verbalisierbare Erfahrungswissen ist, das ist intuitiv, das beinhaltet die Kultur, die Werte, die mentale Modelle. Und das explizite Wissen bezieht sich eher auf Informationen, Fakten, was ist eindeutig kommunizierbar und kodierbar ist. Genau, also dieser Transformationsprozess beginnt mit der Sozialisation oder Sozialisierung. Hier wird durch gemeinsames Tun, durch gemeinsame Erfahrungen sammeln, implizites Wissen geteilt von einem Individuum zum anderen. Dieses wird dann in der Phase der Externalisation in einer Gruppe geteilt. Es wird also in Worte gefasst und dieses Wissen wird wiederum innerhalb der Organisation in der Phase der Kombination von verschiedenen Akteuren, die ihr Wissen zusammenbringen, neu kombiniert und dadurch entsteht neues Wissen, was dann wiederum in der Phase der Internalisation von den Individuen wieder internalisiert wird und übergeführt wird zum eigenen Wissen, also zum impliziten Wissen. Und dann die Phasen werden immer wieder durchlaufen, das Wissen wird immer weiter transferiert, das sieht man auch gut in dieser Wissensspirale, das ist eins der Hauptelemente des SECI-Modells, was auch diesen großen Vorteil hat, diese dynamische Wissenstransformation auch wirklich darstellt. Und was wichtig ist auch, ist der Barraum, der hauptsächlich in der ersten Phase der Sozialisation sehr wichtig ist, in dem der gemeinsame Raum für aufkommende Beziehungen, Austausch und Interaktion zwischen zwei oder mehreren Individuen dargestellt wird, wo sie ihre eigenen Ideen und Erfahrungen teilen und austauschen können. Es ist ein Raum, der quasi auch diese Rahmenbedingungen darstellt. Es kann ein physischer Raum sein, ein mentaler Raum, aber auch natürlich, wie wir jetzt den haben, ein virtueller Raum. Diese Idee von dieser Spirale und von diesem Raum, finde ich auch, wird auch in der Hypertext-Organisation, die auch von Nonaka und seinen Kollegen ungefähr in der gleichen Zeit entwickelt wurde, dargestellt. In der Hypertext-Organisation wird kombiniert die Stabilität einer hierarchischen, bürokratischen Organisation mit der Flexibilität einer flachen, funktionsübergreifenden Taskforce-Organisation. Hierdurch werden die Vorteile für die Effektivität der Wissensgenerierung kombiniert. In dem werden drei Ebenen dargestellt, die in meinem Sinne auch diese Bar, also diesen Ort, diesen Raum darstellen. Die unterste Ebene ist die Knowledge Base, also die Wissensbasis, die explizites und implizites Wissen, in der beides gespeichert ist in der Organisation, zum Beispiel das implizite Wissen als Organisationskultur und dessen operationalen Verfahren und als explizites Wissen genaue Dokumente in Datenbanken und weitere vorhandene Dokumente, die genutzt werden. In der Mitte ist der Business-System-Ebene, also das Geschäftssystem, und da werden die Routinearbeiten und Operationen einer hierarchischen, bürokratischen Organisation dargestellt, durchgeführt. Das hat hauptsächlich die Merkmale einer Top-Down-Organisation, also sehr hierarchisch und bürokratisch. Die oberste Ebene ist die Projekt-System-Ebene, wo Projekte und Teams miteinander verbunden, vernetzt werden in verschiedenen Konstellationen und da sich um Wissensgenerierung durch diese Kollaboration und den Austausch sich ergibt. Man merkt so ein bisschen, dass dieses Wissen da auch wieder, diese Wissensspirale sich da auch hinein einfließt, dass das Wissen
immer wieder von der einen Ebene zur anderen auch transformiert und übertragen wird. So, das Seki-Modell ist eins, wie gesagt, der meist genutzten und bekanntesten Modelle und hat deshalb auch schon einen gewissen Teil an Kritik an sich gezogen. Ich werde jetzt nicht alles durchgehen, aber zum Beispiel das Fokus, dass der Fokus auf Wissensgenerierung und wie Wissen entsteht und nicht auf die Prozesse, wie die Wissensprozesse sind. Also ein starker Kontrast auch zwischen dem expliziten und impliziten Wissen, wobei die beiden auch oft hintereinander verbunden sind. Es fehlt auch eine Rahmenbedingung für das Verständnis für die Wissenskonvertierung von implizitem zu explizitem Wissen. Also und auch welche genauen Aufgaben, Tätigkeiten wichtig sind, um diese Prozesse zu durchlaufen und diese Transformation anzuregen. Es geht sogar auch von Golay, dass die Prozesse mangelhaft dargestellt sind oder nicht gut erklärt werden, weshalb er das gesamte Modell in Frage stellt. Also auch durch die wissenschaftlichen Studien, die er überprüft hatte in seiner Veröffentlichung, dass er sagt, es ist eine Idee, aber es ist vielleicht nicht unbedingt in der Realität so gut umzusetzen. Meine eigene Kritik oder meine eigene Ansicht ist, es fehlen die klare Definition von den Variablen, das Individuum, die Organisation und die Technologie. Und vor allem, es gibt keine Hinweise auf die Wichtigkeit der Rolle, die Technologie, die wir heutzutage ja kennen. Überführend zum Münchner Managementmodell von Reinmann und Mantel wird auch über implizites und explizites Wissen gesprochen. Hier wird die dynamische Darstellung der Wassertransformation gezeigt, die Analogie, dass implizites Wissen eher in Dampfform ist, was auch die Aktion, das Handeln, das praktische Wissen darstellt, und Wasser ist als Form dann dargestellt, als das alltägliche Wissen, was wir täglich nutzen und mit dem wir täglich konfrontiert werden. Und die Form von Eis bedeutet diese feste, abgebildete, explizite Daten oder Wissen, Informationen, die abgelegt, abgespeichert werden, die kodiert werden können. Und dann als das eigentliche Modell dargestellt wird auch die Organisation und das Individuum. Hier wird nochmal darauf bezogen, Information und Handeln und diese Transformation zwischen den beiden, also Information als explizites Wissen, Handeln als implizites Wissen, und auch wird hier richtig benannt Wissensmanagement. Es geht wirklich auch in diese Prozesse der Nutzung, der Kommunikation, der Generierung und der Wissensrepräsentation. Wichtig ist auch, dass hier schon angedeutet wird, die Technologie und Informationsmanagement, also wie werden die Daten abgelagert, abgespeichert und wiedergefunden, aber auch diese Kompetenz, das Kompetenzmanagement wiederum spiegelt, dieses implizite Wissen ist da und wie wird das auch eingebunden in diese Prozesse. Was ich auch gut finde hier ist, dass das die Problemsituation, also es wird eine Zielsetzung gesetzt und dann wird in diesen Prozessen geguckt und geschaut, in diesen wiederkehrenden Prozessen, haben wir das Ziel jetzt erreicht und durch die Evaluation geschaut, müssen wir noch weiter in dieser Wissensgenerierung weiter dran arbeiten. Und in weiteren Entwicklungen von Wissen, von dem Münchner Wissensmanagementmodell kommt dann auch, so wie vorhin gesagt, die Person, also das Individuum, die Kultur als Organisationskultur, die Technik, Technologie und durch dieser Wichtigkeit auf der lernenden Organisation entsteht dann die Wissensgemeinde, die Community, durch dieses kollaborative auch und soziale Lernen. Wenn diese geeigneten Bedingungen zwischen Personal, Kultur, Technik gegeben werden, dass dann auch dieses Wissen weiterentwickelt wird zu auch Communities und dass es weiter vertieft und verteilt wird. Genau, und diese war jetzt für mich von der Münchner Modell die natürliche, logische Weiterentwicklung des Münchner Modells als 3D-Objekt. Also eventuell auch von meiner vorigen Arbeit als
Innenarchitektin und Lichtplanerin, also im Architekturbereich, dass dieses Dreidimensionale wirklich auch diese Dynamik zeigt, der Wissensspirale und der verschiedenen Elemente und wie die zusammenkommen. Also es beinhaltet wiederum die Komponenten, das Individuum, also Mensch, die Organisation, die Technologie und die Entstehung von dem Barraum, von dem Raum und von den verschiedenen Ebenen. Diese Ebenen können die Wissensprozesse sein, es können auch diese Ebenen der Organisation sein, verschiedene Organisationen, Strukturen und Netzwerken, aber auch diese verschiedenen Räume, verschiedene Interaktionen zwischen Teams und Abteilungen. Und dass dadurch auch Wissen entsteht wieder in deiner Community. Auch, dass hier durch die Wissensspirale explizites, implizites Wissen immer durchlaufen wird. Die Spirale ist nach oben zeigend, aber suggeriert, dass diese Prozesse immer wieder durchlaufen werden. Also nicht, dass es am Ende nur zu einem Punkt kommt, sondern es kann immer wieder wiederholt werden. Genau, und diese dynamische Transformation da auch zeigt. In meiner Masterarbeit nach der Datenauswertung, die Ergebnisse der Datenauswertung haben gezeigt, dass es mehrere Communities gibt und dass die Communities schon existieren, dass Nutzer sich untereinander schon organisieren in Communities und austauschen und dass dadurch die Community auch einen größeren Wert hat und dass sie schon innerhalb dieser Wissenstransformation teilnimmt und diese Prozesse durchläuft. Und deshalb habe ich das nochmal angepasst, das Modell, sodass die Communities an der Basis sind, dass die Basis jetzt nicht nur ein Dreieck ist, sondern ein Viereck mit den vier Elementen, das Individuum, Organisation, Technologie und die Communities. Und dass das die Wissensspirale und die Räume, die Ebenen, die ich vorher gezeigt habe, weiterhin auch durch dieses Modell auch dargestellt oder darin beinhaltet werden können. Es ist ja auch, dass durch diese zunehmenden Bedeutung des virtuellen Raumes, durch die Digitalisierung, die nahezu synchrone Interaktion, die wir jetzt heutzutage haben, diese virtuelle Wissensgemeinschaften und Communities immer eine größere Rolle auch für das Wissensmanagement haben und dadurch halt diese Spirale immer wieder auch durchläuft, Teil der Ressourcen sind. Das Wissen ist jetzt an der Spitze der Spirale. Das deutet auch darauf hin, dass das Wissen eins wirklich der wichtigsten Ressourcen der Organisation ist. Aber es will ich auch nochmal andeuten, dass innerhalb einer Organisation es nicht unbedingt nur ein Wissensmanagementmodell dargestellt werden sollte, sondern es könnte ja jedes Team, jedes Projekt sein eigenes Modell, auch ein eigenes Pyramidemodell haben, in dem oben auch an der Spitze eine Zielsetzung für die Wissensgenerierung dargestellt werden kann. Also nach genau zu gucken, was ist unsere Situation, was ist das Problem und darauf hinzuarbeiten mit einer konkreten Zielsetzung. Nicht so jetzt allgemein, wie ich das jetzt hier dargestellt habe, sondern viel genauer dann auch für diese Zielsetzung zu schauen, wie kann das, was können wir nehmen, welche Faktoren, welche Variablen, wo müssen wir nochmal was anpassen an der Organisation oder an der Technologie oder wie können wir mehr Wert schöpfen von der Community, um dieses Wissen für die Zielsetzung, für das Ziel zu erreichen und so zu schaffen. Und jetzt würden wir übergehen zu den Fragen. Genau, also meine Frage wäre jetzt, ob ihr in eurer Arbeit schon mal Wissensmanagementmodelle verwendet habt und welche? Oh, interessant. Andere Modelle werden eher wahrscheinlich das Bausteinemodell, würde ich mal tippen. Oder wer mag sich outen? Welche anderen habt ihr denn schon verwendet? Ich hatte bis jetzt tatsächlich, wenn dann, ist noch nicht so oft passiert, aber zur Beschreibung der Wissensmanagementaktivitäten das Bausteinemodell verwendet. Aber hab da auch immer wieder die Probleme, dass das ist ja auf diese Aktivitäten fokussiert und sowas wie Kultur im Unternehmen,
oder andere Parameter außen vor lässt. Erst in dem Zuge bin ich da auf dein Modell gestoßen, Gabriele, des Wissensgartens, und das fand ich sehr, 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 sehr gut. Und hatte dann da auch in der Aufgabe gesagt, es wäre so eine Kombination, wäre ganz cool, um die Ganzheitlichkeit von Wissensmanagement nahezulegen, jemand oder zu modellieren, finde ich das Modell mega cool, also das Wissensgartenmodell, so hat es das bezeichnet, glaube ich. Und um die einzelnen Wissensmanagement-Aktivitäten aufzuzeigen, da hätte ich dann das Bausteinmodell genommen. Genau, aber in der Praxis tatsächlich habe ich bisher nur das Bausteinmodell verwendet. Also ich kombiniere gern, dadurch, dass das Verständnis bei uns im Unternehmen noch nicht groß da ist, kombiniere ich gern dieses, wie hieß es, MOT? Diese drei Säulen, Mensch, Organisation, Technik mit der Basis dieser Unternehmenskultur, das nehme ich gern her als grobes und dann die Wissensbausteine. Ich denke, dass ich mit so einem Modell hier noch alle überfordern würde. Okay. Okay. Das Bausteine-Modell hat sich ja auch deshalb sehr stark verbreitet, weil das selbst für Menschen, die sich jetzt nicht mit dem Thema Wissensmanagement tatsächlich beschäftigen, ist das relativ verständlich, wenn man drauf schaut. Ne? Genau, es gibt auch so ein Gefühl, okay, da ist mehr dahinter, da ist mehr zu tun, wie legen wir unsere Dokumente ab. Mich würde mal interessieren, Münchner Modell und Seke. Ich meine, jetzt hatte es die Annika ja selber auch, aber ich erlebe schon, dass das eher selten, gerade das Münchner Modell wird jetzt nicht allzu häufig hergenommen. Wer war das denn? Ich finde es großartig, sich in Modellen zu bewegen. Aber für mich ist ein Modell immer einfach für einen bestimmten Zweck. Wenn ich mich mit so einem großen Thema wie Wissensmanagement auseinandersetze, dann frage ich mich immer erst, was will ich damit erreichen? Und das Tolle an einem Modell ist, dass ich mich daran strukturieren kann in meinen Ideen und in meinen Gedanken. Und darum habe ich eigentlich alles, was ich an Modellen finde, dann sage ich, jetzt möchte ich mal in diesem Modell bleiben und schauen, wie weit mich das trägt, in dem, was mein Ziel ist. Also es ist für mich unheimlich schwer, dem jetzt zu folgen, weil auch diese Kritik vom einen, vom anderen Modell, das empfinde ich nicht. Sondern ich finde die Trennschärfe, wenn ich sie erkannt habe, interessant, weil dann kann ich gedanklich von einer Ebene in die andere wandern und bleibe immer in so einem Strukturgerüst und verliere mich nicht. Also es ist eher, was hilft mir so ein Modell? Drum ist es so grundsätzlich schwierig, wenn ich sage, ich habe alle verwendet, aber was da rauskommt, ist bezogen auf das Ziel eben. Hallo erstmal. Ja, ich muss mich outen, und zwar bin ich bei der Arbeit eigentlich direkt so in die Praxis reingesprungen und habe ja sozusagen hier bei uns den Vorteil, dass ich die Clara, die das schon so weit getrieben hat bei uns, dass es schon einfach so viel gab, dass ich jetzt immer so nach und nach versuche, so mir die Modelle anzuschauen und zu gucken, okay, wie lässt sich das, was wir tun, eigentlich dort verorten? Und von daher kann ich mit keinem Modell dienen, das wir dem zugrunde gelegt haben. Was mir nur auffällt, wir arbeiten sozusagen manchmal im Gespräch mit Kolleginnen so mit diesen drei Ebenen, die wir so ein bisschen ausfindig gemacht haben, und zwar dem persönlichen Wissensmanagement, dem in Programmteams und dem stiftungsweiten Wissensmanagement. Also eher so in was für Ebenen sozusagen wir das Wissensmanagement betreiben können. So, das fiel mir jetzt gerade dazu noch ein. Und vielleicht nochmal eine Deutsche Kinder- und Jugendstiftung. Gibt im Kursbuch, vielleicht seid ihr schon drüber gestolpert, eine Live-Session mit der Clara über das Wissensmanagement bei der DKJS, ne? Weil, was jetzt die Julia auch gerade erwähnt hat. Genau, ja, da erzählt ihr das, ne? Genau. Also ich fand das in der Form jetzt noch schwierig zu sagen, diese Frage, welches zu beantworten. Natürlich hat man die Modelle schon verwendet und die haben alle so ihre Vor- und Nachteile. Deswegen kann man jetzt selten sagen, welches, weil was für mich wichtig ist, ist häufig die Kombination von beiden. Also das Seki-Modell erzählt schön diese ganze Story um das implizite, explizite Wissen. Dann sagt der Wissensgarten, dass ich kann das bloß enablen, dass das Ganze passiert. Ich selber nutze noch dieses Drei-Säulen-Modell. Dieses Messen, Machen, Wohlfühlen, das habe ich mir selber ja auch mal entwickelt, weil ich genau diese Faktoren in den bisherigen Modellen also gerade nicht berücksichtigt gefunden habe, aber für Projekterfolge relativ wichtig finde. Das heißt, mir geben viele von den Modellen so einzelne Aspekte dazu, die wichtig sind, und keins bildet das wirklich vollständig ab. Und das jetzt so zu kombinieren, wie wir das gerade in der Pyramide gesehen haben, finde ich zu unübersichtlich und auch nicht so richtig zielführend. Das
zeigt ja jetzt als Bild zum Beispiel, dass die Wissensspirale vom Punkt her nach oben zur Community zum Beispiel führt. Das ist aber ja eigentlich nicht die Aussage, die die Wissensspirale jetzt rausbringen sollte. Und deswegen diese Bilder einfach jetzt ineinander zu führen, führt für mich eigentlich zu ein bisschen irreführenden Grundlagen. Deswegen die teilweise getrennt für verschiedene Zwecke einzusetzen, ist für mich die Philosophie, die ich am sinnvollsten halte. Also um keinen der Aspekte zu vergessen. Und das Bausteinemodell ist halt für Unternehmen teilweise bei der realen Umsetzung gut. Und das SEGI-Modell, um festzustellen, das mit dem impliziten Wissen ist ja doch ein Problem. Und wie sind die Übergänge dahingehend? Wobei, Dirk, ne, die revidierte Version von Annika, da ist ja das Wissen oben. Ne? Und da ist ja die Aussage, dass diese Spirale zu wachsendem Wissen führt, indem eben alle Ressourcen unten, das Individuum, die Organisation, die Technologie und die Community über diese Wissensräume, über die Interaktion zusammenwirken. Jetzt waren ja doch viele Nachteile benannt von dem SEGI-Modell. Momentan sieht es jetzt hier noch nicht so aus, als ob ihr da auch so viele Nachteile seht. Ach, vielleicht noch was Spannendes zum SEGI-Modell. Ich habe ja einen Masterstudiengang Informatik, Wirtschaftsinformatik, wo ich Wissensmanagement, die Lehrveranstaltung habe. Und die kommen alle immer und sagen, ach ja, das SEGI-Modell, das kennen wir. Sag ich mal, ja, wieso? Habt ihr schon mal an irgendeiner anderen Stelle Wissensmanagement gemacht? Nein, die machen das mittlerweile im Kontext Softwareentwicklung, besprechen die das SEGI-Modell. Also gar nicht jetzt unter der Überschrift Wissensmanagement. Das ist ganz interessant. Ja, was auch interessant ist von der Literaturrecherche, die ich für meine Masterarbeit gemacht habe, ist, dass international und allgemein ist das SEGI-Modell sehr bekannt und das Münchner Modell ist international sehr wenig ist darüber zu finden an Veröffentlichungen oder dass jemand das referenziert in deren eigenen Arbeit. Also wird nicht so kritisch eingeschätzt. Hat denn jemand gerade noch mal sowas hier Kritik am SEGI-Modell, die jetzt, sag ich mal, auf der Folie von der Annika so noch gar nicht drauf war? Ich hatte, warum es mir schwer fiel, diese SEGI-Frage zu beantworten, ob ich da Probleme mit habe oder nicht, kommt, glaube ich, auch hier wieder aufs Ziel drauf an, was ich machen möchte, was Sabine eben auch erklärt hatte. Wenn ich jemandem einfach nur zeigen möchte anhand dieses Modells, wie der Prozess aussieht von implizit zu explizitem Wissen, dann ist es, glaube ich, ein gutes Modell. Da habe ich auch kein Problem mit. Aber wenn versucht wird, Wissensmanagement anhand dieses Modells zu erklären, dann hätte ich ein großes Problem damit. Ja, das ist dann wieder die Frage des Ziels. Genau, aber das ist ja, was ich meinte, dass die Wissensprozesse in dem SEGI-Modell nicht so klar definiert und dargestellt werden, wie zum Beispiel im Münchner Modell. Wenn wir schon bei den Wissensprozessen sind, welche Rolle spielen die denn bei eurem Wissensmanagement? Also benutzt er da die Bezeichnungen aus dem Bausteinemodell oder eher die aus dem Münchner Modell oder habt ihr ganz eigene Bezeichnungen vielleicht entwickelt für die Wissensprozesse? Was ist denn mit Wissensprozess genau gemeint? Also die Klassiker sind Wissen identifizieren, Wissen nutzen, Wissen teilen, Wissen sichern. Ja, also alle Aktivitäten letztendlich, die mit Wissen getan werden. Ja. Okay, danke. Und die ISO 3041, die spricht auch von Handling Outdated Knowledge. Ne? Auch das ist ein... Also der ganze bunte Blumenstrauß des Wissensmanagements im Endeffekt. Mhm. Okay. Also was ich vielleicht dazu noch sagen kann, ist, dass ich gefunden habe, der eine Prozess dem anderen irgendwie ineinander geht. Und manchmal ist es gar nicht so klar, die auseinanderzuhalten und zu definieren. Und vielleicht manchmal ist es auch gar nicht so wichtig, sondern eher wichtiger, das Ziel zu erreichen. Was wollen wir erreichen mit Wissensmanagement? Und dass man vielleicht gar nicht die Prozesse unbedingt so genau auseinanderhalten muss oder braucht im das Projekt. Das ist ja auch tatsächlich ein großer Kritikpunkt an dem Bausteinemodell, dass das so ein bisschen, zumindest mal von der visuellen Darstellung des Modells her, so ein bisschen das Kastendenken fördert und suggeriert, dass die Prozesse so distinkt sind und klar definierbar sind und voneinander abgrenzbar sind und halt nicht so rauskommt. Ja, wie du sagst, Annika, ne? Weil wenn ich Wissen nutze, entsteht ja direkt in der Nutzung eventuell auch schon wieder Neues. Ja, oder wenn ich ein Wissen
also etwas lese, was jemand anderes aufgeschrieben hat, dann spielt sich in meinem Kopf eine Vorstellung davon ab, wie ich das nutzen kann. Also die Dinge sind halt nicht so distinkt, wie das Bausteinemodell sie tatsächlich suggeriert. Ja. Das ist so einer der Kritikpunkte auch an dem Modell. Ja. Wissensmoderation, aha. Mhm. Was ist denn damit gemeint? Das kommt von mir. Also letztendlich haben wir eine gewisse Art von, wie soll man es beschreiben, Qualitätssicherung ist vielleicht zu viel gesagt, aber halt einfach eine Verantwortlichkeit, die halt eben für ihren Bereich einfach nochmal drüber schaut, ob halt gewisse Anforderungen, die wir halt eben an das Wissen, was dokumentiert wird, haben, auch eingehalten werden. So in die Richtung ist das gedacht. Ah, ja. Stimmt, ist auch nochmal ein interessanter Wissensprozess. Na, die Prüfung oder eben, wie du sagst, ja, die Qualitätssicherung. Na, das kommt jetzt zum Beispiel bei Bausch in keinem der Modelle meines Wissens vor. Ja. Vielleicht nur als Ergänzung und auf der anderen Seite versuchen wir halt eben auch Wissensbedarfe halt zu erheben im Haus. Das halt eben, also wir sind ein relativ großes Haus und dementsprechend hat Bereich A vielleicht Wissensbedarfe, die Bereich B decken könnte. Und das wäre auch Aufgabe dieser Wissensmoderation halt eben, ja, diese Bedarfe halt entgegenzunehmen und auszusteuern. Ne? Also muss alles ein bisschen koordinierter ablaufen, sonst gibt das nichts. So, jetzt geht es um das Pyramidenmodell von der Annika. Ist natürlich in der Tat eine schwierige Frage, ne? Bevor man noch mal so ein bisschen das Ganze verdaut hat. Ich würde jetzt trotzdem mal die Ja auf jeden Fall bitten wollen. Was ist denn da drin, wo ihr sagt, das ist irgendwie spannend? Für mich war das nochmal einfach diese Anregung, dass einfach in der Regel nicht ausreicht, Wissensmanagement anhand eines Modells zu erklären, weil dann meistens irgendwelche Sachen hinten runterfallen. Ich will jetzt noch gar nicht beurteilen, ob das Modell das alles tut, aber einfach nochmal die Anregung, darüber nachzudenken, dass ein Modell eventuell nicht genug ist. Oder auch vielleicht gar nicht den Anspruch erhebt, Wissensmanagement vollumfänglich abzubilden. Sabine? Dann schließe ich mich an und beantworte auch gleich die Frage, die du im Chat gestellt hast. Wäre das was für die GFM? Unbedingt. Was ich großartig finde an dem Modell, ist, dass es die Technologie-Community und die Organisation und auch das Individuum auf eine Ebene stellt. Das hat eine unheimliche Kraft. Jetzt für so eine Gesellschaft für Wissensmanagement ist es etwas, was ich auch spüre, dass es auch ums Austarieren innerhalb dieser Ebene geht. Und eine Spirale ist praktisch dann nach oben den Aufbau einer Wissensbasis und das Wissen als wirklich das, was als Essenz rauskommt, gefällt mir die Vereinfachung. Von daher finde ich es ein tolles Modell und gleichzeitig die Darstellung des Spannungsfelds, um das es geht. Also ich finde das großartig. Sabine, ich dachte, das ist doch genau das, der Verein als Organisation, die Individuen, die Communities mit unseren Fachgruppen und Regionalgruppen, Technologie zunehmend ein Thema, ja, und die müssen irgendwie den Dampf entwickeln. Nicht nur zunehmend, genau, also nicht nur zunehmend, sondern Technologie ist eigentlich immer so das, was auf der Handlungsebene die größten Fragen und immer so das, wie ist die praktische Anwendung und Umsetzung und das jetzt alles so auf einer Ebene zu vereinen, finde ich toller Blick nach vorne und eine Riesenaufgabe auch. Und von daher ist jetzt da auch wieder ein Modell notwendig, um in diesem Rahmen zu bleiben und darüber nachzudenken, wie man da das Wissen nach oben schraubt. Ich finde es schön. Genau, jetzt gehen wir mal weg von den Modellen. Ne? Vielleicht, Annika, kannst du ja noch mal so ein bisschen das konkretisieren mit deiner Masterarbeit und dein Fallbeispiel. Vielleicht, dass man sich das noch mal ein bisschen besser vorstellen kann, was du dir da angeschaut hast. Ich habe ja über Communities gesprochen und es war ja am Anfang meiner Masterarbeit gar nicht so klar. Gibt es eine richtig interaktive und aktive Community, auf der die Nutzer sich austauschen und wo auch Wissen generiert wird und was auch wieder genutzt werden kann. Und in den Ergebnissen kam es raus, dass es nicht nur eine gibt, sondern mehrere. Und dass zum Teil auch auf eigenen Kanälen, verschiedene Kanäle oder geschlossene Kanäle sich, je nachdem auch vom Land und von der Sprache, sich verschiedene Nutzer oder auch Trainer für die Software, die da aktiv sind, sich untereinander organisieren und austauschen.
Und da ist mir so bewusst geworden, wie wichtig soziale Medien für die Kommunikation und Interaktion sind im Allgemeinen. Und das beinhaltet jetzt hier die Frage, wie wichtig sehen Sie das in Ihrem Unternehmen, in Ihrer Arbeit? Wie sehr wird es genutzt? Ich weiß nicht, kannst du ein bisschen was verraten, was bei dir am Ende das Ergebnis war, das Unternehmen, was du untersucht hast? Die haben das ja tatsächlich nicht so... Genau, die haben es nicht so wahrgenommen und das auch die soziale Medien oder diese User-Community gar nicht so wirklich unterstützt in dem Sinne, in dem die Nutzer es gerne hätten. Und dadurch, dass die Nutzer ja dieses Bedürfnis hatten, sich auszutauschen und mehr direkte Kommunikation und Austausch mit anderen Nutzern gesucht haben, haben die sich dadurch halt untereinander vernetzt und auf andere Weisen und Arten halt gefunden und Communities erstellt, kleinere und größere. Also von Facebook bis zu geschlossene Gruppen auf WhatsApp und Signal zum Beispiel. Das Interessante fand ich ja, dass im Unternehmen diese sozialen Medien und vor allem auch diese Communities der Kunden rein unter Marketingaspekten betrachtet wurden und überhaupt nicht unter dem Aspekt, dass da wichtiges Wissen entsteht und kommuniziert wird, was das Unternehmen eigentlich wieder, also hört sich jetzt vom Begriff her blöd an, abschöpfen sollte, um eben das eigene Produkt auch zu verbessern. Ne? Genau, also die basieren halt viel stärker auf die direkte Kommunikation mit den Kunden, weil die haben halt schon viel direkte Kommunikation und Austausch, aber halt nicht auf dieser Ebene der Online-Community und dieser User-Community. Ich bin ein bisschen später in den Termin reingekommen, darum verzeih, wenn die Frage sich vielleicht doppelt mit etwas, was du erläutert hast. Aber kannst du vielleicht mir noch mal kurz sagen, wie sich diese Communities entwickelt haben oder aus was für Mitgliedern sie sozusagen bestehen? Und habe ich es richtig verstanden, dass die Communities sozusagen aus dem Unternehmen hinaus funktionieren, also über Unternehmensgrenzen hinweg? Genau. Ja, genau. Also es sind also weit über Unternehmensgrenzen hinweg, okay, und weit über, wo sich das Unternehmen überhaupt befindet. Also wo sich halt Nutzer mit zum Beispiel externen Trainern, die aktiv sind und die nicht unbedingt immer mit uns verbunden sind, die sich da austauschen und zum Beispiel auch konkret Fragen stellen über die Softwarenutzung und sich austauschen. Okay, das finde ich total spannend, weil wir haben also sowohl im Unternehmen sozusagen Communities, die sich thematisch über Teamgrenzen hinweg sozusagen austauschen, aber tatsächlich dieser Punkt, wie das aus dem Unternehmen hinaus sozusagen läuft, da das ist, glaube ich, bei uns auch gar nicht so ganz klar. Das ist, glaube ich, viele Einzelstrukturen sozusagen, die da nebeneinander herlaufen. Ja, vielen Dank. Das noch mal klar, vielleicht noch ganz kurz für das bessere Verständnis. Also das Produkt von Annikas Unternehmen ist Software. Und was da passiert ist, interessanterweise, ist, dass sich die Nutzer dieser Software, also die Kunden, selbst organisiert haben, ganz am Unternehmen vorbei. Also das waren jetzt auch keine Communities, die irgendwie im Unternehmen, ne, und dann haben die quasi sich geöffnet, sondern die sind ganz am Unternehmen vorbei, haben die Kunden angefangen, sich auszutauschen. Die Selbsthilfegruppen. Ja, ne, und da war die spannende Frage, nimmt das Unternehmen das wahr und nutzt das Unternehmen im Sinne des Wissensmanagements das, was da diskutiert wird, um Anregungen für die eigene Produkte? Also im Sinne einer lernenden Organisation sozusagen die Fühler auch dorthin zu halten, wo eben vielleicht auch offene Fragen besprochen werden. Ja, genau. Ja, super. Ja. Danke, jetzt habe ich das klar. Also für mich ist diese Frage an sich hier ein bisschen schwierig. Wie wichtig sind soziale Medien für die Kommunikation und Interaktion eines Unternehmens mit seinen Kunden? Das verallgemeinert alle Unternehmen als gleich. Und wenn ich dieses Bild eines Unternehmens habe, sage ich, bei manchen spielt es keine Rolle, bei manchen spielt es eine extrem große Rolle. Hätte man jetzt gefragt, dieses vorgestellten Unternehmens, dann hätte man die Frage beantworten können. So kann man die, glaube ich, gar nicht richtig beantworten. Ja, es war vielleicht, ja, sollte besser formuliert werden als ihres Unternehmens, wo Sie arbeiten. Also eure Erfahrungen wieder zu spiegeln in die Diskussion. So war das eher gemeint.
Da habe ich ziemlich viele Erfahrungen. Und ich denke, also jetzt bezogen auf eine Produktentwicklung, kommt es immer darauf an, in welcher Phase von der Entwicklung man gerade ist. Und je nachdem wird es als störend empfunden, viele Ideen von außen ins Projekt zu bringen. Oder man braucht es ganz dringend, um in den nächsten Release zu kommen oder auch zu wissen, was man macht. Und generell, es gibt so einen Satz, der heißt, immer das, was der Kunde draus macht. Und es ist unglaublich wertvoll zu wissen, was da passiert, auch im Austausch. Weil man kann das nicht steuern. Du launchst was, du verkaufst was. Und wenn man die Möglichkeit hat, dann zu beobachten, was draus wird, ist es die größte und wichtigste Erfahrung, die man für die nächste Produktentwicklung machen kann. Ja, da fällt mir gerade ein eher doofes Beispiel ein, aber wenn diese ganzen E-Scooter-Mietanbieter in den Städten wüssten, dass ein Hauptzweck des ganzen Flirten von Teenagern ist, die da zu zweit, ne, eng umschlungen auf diesen Rollern unterwegs sind, dann würde man sich vielleicht bei diesem Produkt auch noch ein bisschen was anderes überlegen. Ja? So, letztes Slide. Erfahrung mit Social Learning, also kollektivem Lernen innerhalb einer Community. Gut, der Nachteil der Darstellung, wenn jetzt alle mit Ja beantworten, sehe ich nicht, ob alle geantwortet haben oder ob nur mich. Gibt es denn Beispiele vielleicht von denen, die Ja gesagt haben, was so ein Lernerlebnis in einer Community war? Und eben ein kollektives Lernerlebnis, kein individuelles. Ne? Ich kann ja natürlich auch in einer Community interagieren und für mich was mitnehmen, aber so dieses Erlebnis, dass wir wirklich kollektiv gelernt haben. Das schließt direkt an die letzte Frage an. Also User Group Meetings, User Groups, die sich zusammen dann ihre Erfahrung treffen und ihre Erfahrungen austauschen. Ja, da kommen neue Ideen raus, die sich so dermaßen schnell beflügeln. Das ist eine Community of Practice, die dann sogar so engagiert sich selber. Also wir haben ja das Beispiel auch schon, ihr habt es erwähnt, dass die dann selbst motiviert sich treffen und einfach am Thema weitermachen und auf Bestehenden etwas Neues entwickeln, wo man ursprünglich gar nicht drüber nachgedacht hat. Also wir haben eine Community of Practice für öffentliche Verwaltung sozusagen gegründet oder naja, vor allem für Bundesverwaltung. Und dort haben wir verschiedene Probleme halt mal diskutiert und sind dann kollektiv zu der Erkenntnis gekommen, dass wir halt ein relativ oder zumindest ein Problem auch darin einfach haben, dass dieses Beurteilungswesen, was es ja gibt, also Beamte werden ja beurteilt regelmäßig, dass dort Wissen oder die Arbeit mit Wissen überhaupt keine Rolle spielt. Ne? Und das war so eine Sache, die uns vorher überhaupt nicht bewusst war, die aber erst durch diese Sammlung von Problemen mal so richtig zutage kam. Also das würde ich mal so einschätzen. Ja gut, ich wollte noch ganz kurz hier das einschätzen. Ich hatte meine, sage ich mal, größten Social Learning Erlebnisse, wenn ich in die Vergangenheit blicke, tatsächlich aus den NetNews-Gruppen, die es früher mal gab. Und ich habe jetzt in diesen Social Media Learning Groups ein ganz großes Problem mit Timelines, weil nämlich dort die Informationen extrem schnell durchlaufen. Und wenig, wenn man wirklich das Problem hat, schon bestandene Erfahrungen, die da sind, finden kann. Und deswegen sage ich also hier, der rein vom Lernen ist der Mehrwert seit der NetNews, ich sage mal, das war 95, 96, zu den heutigen Systemen nicht gestiegen. Dagegen jetzt gerade die ganzen Timeline-Systeme sind für mich eigentlich ein Riesenschritt rückwärts. Man kann zwar schnell auf eine Frage eine Antwort kriegen, aber wissen, was schon wirklich durch viele Leute richtig gut entwickelt worden ist, läuft einfach weg und wird verloren. Das ist für mich so die Erfahrung und die Entwicklung, die ich im Moment gerade dort beim Social Learning kritisch sehe. Ja, vielen Dank, Dirk. Ja, ihr merkt, Dirk ist immer der kritische Kopf in der Runde. Das hat er heute mal wieder gut bewiesen.